Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Prototype. Yay! Wir sind hier. Keine Ahnung, wo ich hier wieder abgesetzt wurde. Jedenfalls das letzte Mal. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Genau, ich habe mich ein bisschen entspannt, nachdem wir einen sehr harten Kampf hinter uns hatten. Und mir ist uns eine Sache eingefallen, das habe ich glaube ich ganz vergessen zu erwähnen beim letzten Mal. Wir haben ja dieser Frau. Was machen die da unten? Was soll's? Schießen auf irgendwas. Hoffen wir sind infiziert und nicht einfach nur wir Zivilisten. Wir haben ja dieser Frau, bei der ich einfach mittlerweile nach allem, was wir wissen, behaupte, dass es der Endboss ist. Der haben wir ja was gespritzt. Was war es eigentlich für ein Mittel? Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gefragt hatte. War das das gleiche, was wir bekommen haben, um irgendwie ihre Kräfte zu schwächen? Oder was war das für ein Zeug? Wir werden es immer noch auf jeden Fall rausfinden. Wahrscheinlich habe ich in irgendeinem Dialog nicht wieder richtig aufgepasst. Jetzt will ich. Ah, schön. Wollen wir erstmal sehen, hier unten ist irgendwo eine neue Cutscene. Cutscene. Ja, Cutscene bestimmt auch, aber vorhin die Mission. Und dies ist ja das eigentlich Interessante. So. Ja, da. Bombs. Was für eine Tarnung habe ich momentan? Soldat. Das ist gut. Wollen wir mal gucken, was ist die nächste Mission? Laufen denn Soldaten rum? Oh, da läuft eine ganze Reihe Soldaten rum. Und da ist ein Panzer. Ich mag Panzer. Egal, was war nochmal die nächste Mission? Ich habe es mittlerweile wieder vergessen. Wir werden sehen. Moment, ich stand am Telefon. Mercer, who is this? Not important. What I know, you want to hear. 40 years ago, Blackwatch moved into Hope, Idaho, to begin Project Red Light. They'd studied the virus for years on animals, wanted to see what it would do to humans. At first, nothing happened. Guard down, then it rose up suddenly, infected the town, overran the population, found the perfect host in Elizabeth Green. Gentech was working a sample of the Hope virus. They called it Blacklight. The goal was to engineer a version that could copy and combine genetic traits to rewrite living creatures. Sound familiar? It should. You're not human. You're the Blacklight virus. Blackwatch is planning to deploy a weapon against you using aircraft. Get to the refueling station on top of the Highlands building. You'll find what you need there. Okay, die Stimme klang ein bisschen komisch. Das ist aber, glaube ich, richtig. Bei mir scheint das Sound nämlich zu funktionieren. Sonst. Das könnte, ich weiß es jetzt halt nicht, aber es könnte gut der Typ sein. Den wir in den Cutscenes mal sehen, die ja quasi in der Zukunft spielen. Ja, von hier aus gesehen in die Zukunft. Es ist manchmal selbst ein bisschen verwirrend, wann das Game jetzt wie spielt oder so, aber am letzten Tag des Ausbruchs oder so. Nach dem Intro. Quasi. Aber eigentlich sind wir jetzt gerade in der Vergangenheit und erhalten nochmal einen Überblick, was passiert ist. Während wir am Anfang des Spiels ja quasi Scheiß Zeitparadoxen. Na, nicht gleich Paradoxen, aber Zeitrelation. Scheiße. Bringt alles durcheinander. Und Bums. Ah, wir sind in der Nähe von so einem Hive. Soll ich nochmal versuchen, einen zu zerstören? Und wo ist überhaupt meine Karte? Ich sehe den Controller gerade nicht, weil ich ihn unterm Tisch halte. Das ist vielleicht ein bisschen. Das ist für mich auf jeden Fall ungewohnt. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich meine Tasten durchaus sehen kann, die ich drücke. Wobei das scheißegal ist, weil der Controller ist nicht beleuchtet und es ist relativ dunkel hier. Alter, sah die Stadt beim letzten Mal auch schon so extrem aus? So viel Rot? Ich bin mir relativ sicher, wir hatten nicht so viel Rot. Alter Schwede. Oh, diese Stadt ist am Arsch. Welchen Tag sind wir nochmal? Ich habe jetzt irgendwie 12 oder so im Kopf. Stimmt das? Any compromise here would be bad. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas sagt mir, ich brauche diesen Heli. Ich sehe aber keine Detektoren, das bedeutet. Das bedeutet vorhin, dass das jetzt keiner mitbekommen hat. Achso, ich muss mich noch als einer von denen verkleiden. Nicht doch bereits. Nicht doch bereits. War das der Knopf? Ja, es war der Knopf.
Schleich mich mal hinter dich. B-Knopf ist da. Jetzt habe ich ernsthaft überlegen müssen, wo der ist. What kind of situations are these things suited for? They've been trained to specifically counteract viral targets. They are highly mobile, super strong, resilient and capable of going toe-to-toe with even the strongest infected. Close combat? It's what they're made for, sir. Ah ja. Steal the helicopter. Oh, this is just what I need. Kann ich? Danke. Ich habe ein blödes Gefühl, wenn hier Panzerfäuste rumstehen und ich ein Heli stehlen soll. Deswegen gucke ich mal, ob ich die jetzt erwischen kann. Wunderbar. Nur sicherheitshalber. Wahrscheinlich ist es egal. Aber trotzdem. Sicher ist sicher. Und außerdem kann ich dabei gerade meine Lebensleistung ein bisschen auffüllen. Da vorne wahrscheinlich auch noch irgendwo eine Panzerfaust. Ich versuche es einfach mal so. Wie fliegt man nochmal? Ah, danke. Mit A steigen, mit X sinken? X ist da, gut. Fire, Switch wirken. Ja. Okay, das kriege ich hin. Glaube ich. Vorsteigen? Oh Mann, Kurzzeitgedächtnis. Wie fliege ich? Okay, das kriege ich hin. Da komme ich tiefer. Da komme ich höher. Da kann ich die Waffe wechseln. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kann ich, das kann ich, das kann ich. Homing Missiles. Was habt ihr gesagt? Ich habe nicht zugehört. Okay, landen wir die Kiste mal wieder. Wozu habe ich die jetzt geklaut? Und ich abgesetzt? Faszinierend. Auf jeden Fall habe ich da hinten gerade ein Ziel, was ich angreifen soll. Machen wir einfach mal. Oh, warte, das ist genau unter mir. Muss noch ein bisschen runter. Kann ich da irgendwas anvisieren? Oh ja, was ziemlich Großes. Hm, das ist einfach. Das kann ich. Das ist einfach. Das ist zu einfach. Da kann was nicht stimmen. Das ist zu einfach. Wo ist der Haken an der Sache? Lex dann gehabt. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt... Ah. Soll platt machen, was da unten ist, ja? Oh, wieso leckt das gerade die ganze Zeit? Das verstehe ich nicht. Okay, den haben wir gleich. Wow, was soll das mit den Lags? Habt ihr irgendein Programm im Hintergrund laufen, was irgendwie die ganze Zeit Energie frisst? Also, Leistung frisst oder was? Oder falls ja, weiß ich nicht, welches es ist. Computer, was machst du mit mir? Ich will den Typen da haben. Ich mache den falschen Winkel dazu. Ihn. Irgendwas mit dem Anvisieren scheint Lags zu verursachen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Fliegen mit Anvisieren ist manchmal ein bisschen schwierig. Okay, soweit so gut. Das war's doch. Hier ist nichts mehr. Okay, da ist noch was. Okay. Ach, verdammt, ich habe vergessen, mir den Stoppknopf zu stellen. Ah, Sekunde kurz, wo ist mein Stoppknopf? Da ist mein Stoppknopf. Das sollte ich vielleicht kurz machen. Wie lange war das jetzt? Ach, ich sage einfach mal 3 Minuten oder so. Viel mehr kann es ja wirklich nicht gewesen sein. So, läuft. Ich wusste, irgendwas habe ich vergessen. So, gut. Landen. Landen kann ich. Landen ist hier erstaunlich einfach.
Wobei ich gerne mal wüsste, was passiert, wenn ich volle Möhre auf den Boden klatsche. Kann ich wahrscheinlich nicht mal. Was war das gerade? Requesting urgent assistance from all available units at area designate 101052. Confirm Red Crown. I'm on it. Okay. Das ist ein bisschen sehr komisch, diese Mission irgendwie, weil ich fliege einfach nur durch die Gegend und ja. Gut, ich habe gerade ein paar Hunter und Infizierte abgeknallt, glaube ich, aber sonst. Hm. Was ist das? Militärhelikopter-Simulator? Das ist ein guter Partname. Ich müsste hier gerade mal hoch. Könnte ich mal gerade hier irgendwie ein Stückchen höher... Ach, die Dinger können werfen. Ja, das sagt doch mal einer. Jetzt weiß ich, wie sich meine Gegner immer fühlen, wenn ich das mache. Ah, das ist interessant zu wissen. Ich wusste gar nicht, dass die Tentakel auch werfen können. Auf jeden Fall bin ich fast down, aber egal. Checkpoints sind in diesem Spiel meistens ganz okay gesetzt. Nur dieser Sound geht gerade mega auf die Nüsse. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte dich treffen. Wo hauen meine Gegner die ganze Zeit hin ab? Ich muss wohl mal ein bisschen runter. Ah, die zahlen sich also wirklich nur, wenn ich auf einer bestimmten Höhe bin, kann das sein? Gut, dich haben wir. Ich könnte eine Reparatur vertragen. Ah, und ich sehe, die Tentakel bewegen sich unter der Erde. Das wusste ich auch nicht. Könntest du jetzt mal den vor deiner Nase anvisieren? Aber zu wissen hin und her geht das ganz gut. Ja, der ist down. Wie viele sind denn da noch? Das scheint ganz schön viele zu sein. Wow, 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 wow. Pass auf, ich will nicht in meinen Kollegen crashen hier. Also, meinen zeitweise Kollegen. What? Oh, das war knapp. Okay, die haben wir. Versucht mein Kumpel mich die ganze Zeit umzubringen? Offensichtlich schon, und der hat's geschafft. Respekt. The helicopter was destroyed. Ja, weil der andere Heli in mich reingeflogen ist. Und ich darf von hier aus wieder neu starten. Ich bin gerade kurz vorm Checkpoint gestorben, ne? Ja, wahrscheinlich. Runter, runter, runter und wieder hoch. Und wieder. Dürfte ich mal wieder hochfahren? Danke. So. So, runter. Und feuern. Ich muss, glaube ich, ein bisschen den richtigen Abstand zu den Gegnern finden. Scheiße, angegriffen. Um gut Treffer landen zu können. Ja, ja. Also sobald ich mich. Das Problem ist, sobald ich mich bewege, verzieht scheinbar die Zielvorrichtung und ich treffe halt nicht richtig. Scheiße. Da war ich auch schon mal besser. Gerade. Ich glaube, ich versuche es mit den harten Waffen, mit diesen... Er hat doch gesagt, ich habe Homing Missiles, warum benutze ich die eigentlich nicht? Ich bin zwar nicht so... Ich bin zwar nicht wirklich gewohnt, hier zu fliegen, irgendwie. Dumper, dumper, dumm.
Ich muss ein bisschen mehr auf meine Lebensanzeige achten. Und erstmal nichts wie ab nach oben, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil hier unten will ich nicht sein. So, jetzt wieder ein bisschen runter und dann Nähe gewinnen. Das war dumm. So, näher ran. Oh, Alter, so viel Damage machen die? Ja gut, so viel Damage machen die in Helis auf, aber das ist trotzdem scheiße. Ja. Also vom Damage-Output der Gegner ist das Spiel definitiv nicht leicht, weil die machen viel Damage. Nicht, dass das schlecht wäre, es ist nur vielleicht zu sehr vielen anderen Spielen, die ich immer spiele, auf einmal ungewohnt. Haben wir ihn geschafft? Den haben wir. Da sind wir noch eine ganze Menge markiert. Rückwärts, 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 Feuer. Überziehen. Ich glaube, beim Rückwärtsfliegen können die mich nicht wirklich erwischen. Das ist eigentlich ganz gut. Sollte ich das vielleicht mal mehr versuchen. Aber das ist, also das Zielen ist ein bisschen kacke, weil auch wenn ich automatisch ziele, dann heißt das nicht, dass ich automatisch treffe. Na, da geht immer oft daneben. Ich glaube, ich kann mich gar nicht heilen im Heli. Ja, in gewisser Weise logisch, klar, aber halt auch ein bisschen ungünstig. So, war da noch einer? Ja, unter mir ist einer. Oh, schon wieder mein Heli, der in mich reinfliegt. Alter, was macht der da? Echt ein bisschen aufpassen, einfach vor, nicht vor den Gegnern aufpassen, ich muss vor meinen Leuten aufpassen. Bring mich noch ins Grab. Und ich sehe schon wieder dieses Schema, was ich überhaupt nicht leiden kann. Hier sind mehrere Helis in der Luft, ich bin aber der Einzige, der mit Autos beworfen wird. So eine gewisse Dummy-Funktion dürfen Gegner manchmal ruhig haben. Halt, Verbündete in dem... Wow. Wie kam der so schnell runter? Ja, ich bin unten. Ah, okay. Scheinbar war ich nicht ganz unten. Okay, und jetzt? Ah, neue Ziele. Muss ich diese absetzen oder wie? Ach, keine Ahnung. Fliegen wir erstmal hin. Das sind Dächer, wie es scheint. Okay, ist gut. Auf dem Dach landen, da fühle ich mich jedenfalls irgendwie sicherer. Ich könnte absichtlich abstürzen, um wieder volles Leben zu haben, aber nein, nein, nein. Ich brauche nicht absichtlich abstürzen. Oh, fuck. Okay, das war schon mal eine saudumme Idee. Okay, ich stürze euch wahrscheinlich sowieso ab. Wie seht ihr mir die Autos an? Das bringt mir überhaupt nichts, weil die Autos, ja, die fliegen zwar auf mich, das wird knapp. Die fliegen zwar auf mich zu, aber es bringt mir überhaupt nichts, sie abzuknallen. Ich habe vorhin eins mal erwischt, das ist, ja, das ist... Das Auto ist dann kaputt, bevor es mich trifft. Ja, Glückwunsch, das verringert, glaube ich, nicht den Schaden. Nein. Dass ich solche Probleme damit habe, die Gegner zu besiegen, ist echt Hammer. Nummer eins erwischt. Es sieht irgendwie lustig aus, dass die ganze Zeit Autos durch die Luft fliegen. Habe ich aber schon schönere Flüge gesehen. Hey, was ist das da unten? Was ist das da unten? Was ist das? Egal, jetzt ist es hin. Könntest du, danke, den fetten Tentakel anvisieren. Das wird knapp. Fähig? Ja, ich treffe. So.
Okay, wieder ein Stückchen runter. Das ist alles Tentakel? Das ist ja nicht alle, oder? Ich sehe nur keine mehr. Okay, ah, da hinten ist er. Wir gehen vorhin die Raketen aus. Ziel suchen Raketen. Ich will den Tentakel erwischen, bevor ich hier versuche zu landen. Das ist mir irgendwie zu heikel. Nein. Genau, ey. Ich zeige quasi genau auf den Tentakel. Was macht er? Visiert irgendwas unter mir an. Was ich eh nicht treffen kann, weil es der falsche Winkel ist. Ich glaube, das waren alles Tentakel. Ich versuche nochmal runter zu gehen. Ohne zu sterben dabei. Oh, das war knapp. Das war gewiss ein Checkpoint. Ich will es hoffen. Ansonsten wäre es jetzt kacke, weil da konnte ich jetzt nichts machen. Da bin ich jetzt einfach verreckt. Oh, das ist gar nicht so ein... Es war kein Checkpoint. Oh, Spiel. Du nervst. Vielleicht schaffe ich es mir auf diesem scheiß Dach da zu landen, ohne vor die Tentakel zu machen. Zumindest hier. Ja, das geht. Okay. Das geht. Dann hoffe ich jetzt, dass ich lebend hier rauskomme. Das könnte sehr knapp werden. Nö, ging erstaunlich gut. Also die muss ich gar nicht platt machen. Das wäre wahrscheinlich echt nur der sicherere Weg. Weiter runter, weiter runter. Ich bin gelandet. Das wird nicht akzeptiert. Weiter runter komme ich nicht. So, ihr steigt jetzt ein und ich mache mich vom Acker. Das wird mir jetzt zu heiß. Okay. Ah, und was ich irgendwann letztens mal meinte, das ist wirklich ein Flugzeugträger, der hier rumliegt. Cool. Au! Alter! Kam die Rakete gerade vom Flugzeugträger? Warum zum Henker haben die mich angegriffen? Ich habe nichts gemacht. Weh, ihr macht das nochmal, ich schwöre. Schieß ich drauf, es bringt auch nichts, aber egal. Alter, da haben die mich einfach vom Himmel geschossen, grundlos. Das muss jetzt sein. Fickt euch. Solche Arschkekse, das gibt's doch nicht. Schießen die einfach auf mich. Also jetzt hätten sie einen Grund auf mich zu schießen, weil ich auf sie geschossen habe, aber ganz ehrlich, wieso knallt man denn bitte einfach so seine eigenen Leute ab? Okay, nicht, dass ich das in dem Videospiel noch nie gemacht hätte, aber das ist was anderes. Ich muss zu einem Briefing? Oh Gott, das kann lustig werden. Naja, wollen wir diese komische Kiste erstmal landen. Die Steuerung wirkt manchmal ein bisschen wackelig irgendwie. Also, ich fühle mich ein bisschen wackelig in der Luft mit dem Ding. Alles klar. Was haben wir da eingeatmet? Ich habe nie aufgepasst. Ich dachte mir gerade, irgendwas an dieser Situation könnte mir nicht gefallen. Wie wähle ich nochmal meine Waffen aus? So, ne? Ich habe sogar die Kralle. Okay, es ging wirklich so. Boah, ich muss mir jetzt wieder in die Steuerung jetzt im Kampf gewöhnen. Scheiße. Okay, da ist ein Gegner.
Schlitz. Und wieder verkleiden. Was zum... What? Super Soldiers, Hands Movements and Powerful Attacks. Invulnerable to grabs when they are blocking. Ich wollte gerade fragen, wieso er wieder was anderes anvisiert, aber dann ist mir wieder eingefallen, ach ja, wir spielen Prototype. Könntest du übrigens mal deine Waffen auswählen, Alex? Ich drücke gerade die ganze Zeit die falsche Taste zum Angriff. Ich habe zu viele andere Spiele in letzter Zeit gespielt. Ja. Das Problem ist, dass ich gerade die ganze Zeit unter derart heftigem Beschuss stehe, dass ich überhaupt nichts machen kann. Alter, seit wann machen die so viel Damage mit ihren Schüssen? Das ist mir jetzt neu. Restore Checkpoint, wo war denn der letzte? Ach da. Oh ja, das ist geil. Stopp. Wann habe ich so viel Schaden genommen übrigens? Wieso ist mein... Ich hatte doch vor der Mission meine Lebensanzeige bis über den blauen Bereich aufgefüllt. Und jetzt ist die halb leer. Wow, wie kommt das? Wieso nimmt der eigentlich ständig seine Waffen weg? Das nervt mich gerade ein bisschen. Der packt ständig seine Ausrüstung wieder weg. Und was schießt er die ganze Zeit mit Raketen auf mich? Wieso bin ich schon wieder in Verkleidung? Wie oft soll ich noch auswählen, dass ich mal meine Waffen auspacke? Mensch. Spiel. Wenn du mich nerven willst, Glückwunsch, du schaffst es gerade. So. Super Soldier. Okay, einen Versuch mache ich noch. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe jetzt. Weil ich bin irgendwie schlecht scheinbar. Ganz ehrlich, Prototype ist offensichtlich ein Spiel, in dem ich nicht wirklich gut bin, das gebe ich zu. Ja, die halten noch ein bisschen was aus. Nein. Oh, falscher Knopf. Oh, die Granate vergeht mir tierisch auf die Nüsse. Genau wegen sowas! Echt mehr Schaden als vorher. Wo ist der? Da ist er. So. Das waren alle normalen, jetzt kann ich mich um den kümmern. Ich bin ein großer Freund von Kämpfen 1 gegen 1. Gerade bei sowas. Kann mich greifen, kann das sein? Und das kenne ich auch aus irgendeinem anderen Spiel. Nein! Das ist mit dem Kontern ist mies, weil ich die Knöpfe immer noch verwechsel. Aber gut. Ach du Scheiße! Ey, warte, das meinen die jetzt nicht ernst, dass ich die alle töten soll, oder? Oh, Bonnie, das machen wir beim nächsten Mal. Vergesst es. Das sollten jetzt 20 Minuten gewesen sein, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, ich sollte mir wieder merken, dass ich Stopp bestellen muss. Okay. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich werde sterben. Das kann ich versprechen. Ziemlich sicher. Bis dann. Ciao.